So, YouTube, willkommen zurück zu Foundry. Ja, wir sind mitten in der Schizzle-Action, in dem wir unsere Fabrik bauen wollen. Und da machen wir doch natürlich sofort schön weiter. Oh nee, das ist die falsche Höhe. Wir müssen ja auf die Höhe hier. Wartet. Da heißt, müssen wir erstmal uns so ein Hilfsding hinbauen. So, damit ich überhaupt weiß, auf welcher Höhe das ist. Und das Ding muss dann nämlich eins höher als das. So. Genau. Und jetzt war so meine Idee, wir müssen ja hier hinten hinkommen. Mit den Förderbändern, dass wir auf der Seite rausgehen. Das heißt, jetzt ganz vorsichtig. Nicht zu viel abreißen. Höhe 1, ja. So, Höhe 1, ja. Nicht zu viel abreißen. Aber das kann alles weg. Und dann können wir... Oh, ruckel, ruckel. Weil er speichert. Dann können wir nämlich hier weitergehen. Ich glaube, an sich brauchen wir gar keine Verbindung, aber irgendwie sieht es für mich immer besser aus, wenn ich das vorher so mache. Dann kann ich nämlich da laufen, während ich die Förderbänder ziehe. Und ja, das hier ist ja spannend. Das geht ja direkt dann durch den Berg. Ja, da müssen wir ein klein bisschen auch hier aufräumen. Und alles entfernen. Okay, da nach da. Weg, 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 weg. Und dann können wir um die Ecke bauen. Und auf Output stellen. Und wenn alles geklappt hat unten, was anscheinend nicht geklappt hat, müssten da nämlich Ressourcen rauskommen, aber es kommen keine Ressourcen raus. Das macht mich traurig. Aber erstmal ist die Verbindung grundsätzlich da. Wir gucken mal. Ist leer. Wir haben ja die Treppe nach unten, beziehungsweise die Leiter. Hier habe ich auf Output nur Power. Warum habt ihr nur Power? Ach, ja, okay, verstehe. Brauchen ja auch noch eine Treppe nach da oben. Damit wir da wieder rankommen, die können wir einfach hier hin machen. So. Hier fehlt nämlich drunter der Strom. Ich muss ja nicht beide abreißen. Eine reicht ja, die Strom rüberliefert. Deswegen braucht die Strom hier, wegen den Dingern. Ja, alles klar. Ich habe mich eben nämlich gefragt, doch warum brauche ich Strom? Jetzt weiß ich es. Diese doofen Förderdinger brauchen Strom. Ich glaube, es gibt auch welche ohne Strom. Die müsste man dann aber erforschen. Soweit sind... Ey, weg. Die müssen wir dann aber erst erforschen. Und das kommt später. Ja. Jetzt. Schwuppdiwupp kommen sofort die Ressourcen angeflogen. Und hier können wir mit Sand. Das sieht ja auch blöd aus hier. Dieser einzelne Pinöppel.
Okay. Wunderbar. Das heißt, wir haben wieder eine Stahlproduktion, die funktioniert. Und die erweiterbar ist. Sofern genug Ressourcen reinkommen. Ich denke mal, wir kriegen irgendwann bessere Rezepte und können das hier dann eh umbauen. Das hier hängt jetzt auf 3-2. Hier kommt wieder das Zeug rein. Das Zeug wird rumgeballert. Und wir haben schon auf Lager 1000 Stahl noch von vorher. Sehr schön. Und wir haben vier Stahldinger mehr. Nee, 6 Stahldinger mehr als vorher. Also ist das kein Problem mehr. Okay, Stahl haben wir. Und jetzt können wir wieder zum Beton zurückgehen. The Beton. Ah, wartet aber. Ich sehe, was ich noch abreißen muss. Wir haben da hinten auch noch keine schöne Treppe, nicht? Dann bauen wir da noch eine schöne, schöne Treppe. Wo waren Treppen? Nicht 78. 15? Nee. 20? 20 könnten reichen. Das hier kann ich wegreißen. Das war ja die erste Planung. Und die brauchen wir nicht mehr. Ah, ich kann nicht alles auf einmal. Dann machen wir es so. Und Treppe auch auf der Seite hier. Ich gehe in den anderen Baumodus. Der ist einfach viel präziser. Man kann viel schneller bauen. Ich mag den aber mehr. Viel zu viel Treppen. Aber egal. Jetzt haben wir von beiden Seiten Treppen. Wir können hochlaufen. Ja, und die fördern noch nicht genug. Aber das staut sich hier nach und nach. Guck mal. Hier haben wir sogar schon einen kleinen Vorrat. Weil die gar nicht genug fabrizieren. Und das war ja auch das Ziel. Weil die haben eine viel höhere Kapazität, deswegen könnten wir hier noch das deutlich erweitern. Und auch die könnten wir nochmal um 2 links und rechts erweitern. Da müsste ich nur leider die Dinger nach hinten verlegen. Oder hier abgehen. Oh. Aber grundsätzlich wird das hier langsam volllaufen, nach und nach. Mit den Ressourcen, wenn das hier erstmal gefüllt ist, das ist schon bei 70, es wird also mehr. Gut, System funktioniert. Stahl kommt raus, inzwischen schon 1300 Stahl fast. Und Strom können wir auch nochmal überprüfen, sollte auch noch überall passen. Obwohl, der zieht hier schon hinten ganz schön mit den 88 Ladern und den 12 Zerkleinerern und den Schmelzen. Aber weit entfernt von 5 Megawatt. Das ist also okay. Und insgesamt ziehen wir gerade mal 3 Megawatt. Und wir haben irgendwie wie viel? 4 Dampfturbinen und eine kann 3,6. Also wir benutzen eigentlich gerade mal eine Dampfturbine gerade. Da haben wir also noch ein bisschen Ruhe. Ich denke, das Olomit wird viel Strom verbrauchen. Und die anderen Sachen arbeiten gerade nicht. Okay, das muss man auch so sehen. Die sind gerade aus, weil ja kein Stahl und Beton hergestellt wird. Und ich bin gerade so am Überlegen, ob das eine gute Idee ist, das auf einer Plattform zu haben. Andererseits ist die Plattform ja... Ah, die ist für Plattenherstellung. Was man machen könnte, man könnte die Plattenherstellung auf das Ding ummünzen. Und das hier für Beton nehmen, komplett. Dann könnte ich den Beton in die Richtung zusammenführen. Und hätte Ruhe. Hätten wir hier Beton.
Und vielleicht machen wir die Platten nach da oben. Und dann können wir hier zwischen die Fabrik über dem Wasser bauen. Odomit kann da noch rangeführt werden. Aber wir haben kein. Hier hinten erst die Technum, nicht? Da müsste ich Technum bis da vorne. Aber da haben wir ja schon die Förderbänder. Das heißt, ich könnte das Förderband hier verwenden, um das Technum hier hochzukriegen. Strom liegt hier auch an. Und die war nicht hoch, nicht? Ja, doch, das war in 67 Metern Tiefe. Das ist tief. Das ist so 164 Metern. Da können wir einfach seitlich in den Berg bauen. Nur ab hier ist alles Berg. Das heißt, das ist nicht flach. Also entweder springen wir denn den Berg da weg oder haben Probleme. Hier oben ist auch alles Berg. Also hier komme ich eh nicht hinter oder nicht so gut. Ich meine, das ist schon ein großes Vorkommen hier. Weil echt 67 Meter ist richtig tief. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, das dürfte noch in dem normalen Gestein liegen. Das hier auch bei 71. Okay. Aber die waren alle nicht so tief. Das hier war bei 80, ja. Da mussten wir schon richtig krass sprengen. Aber da sind wir auch mit einem Gang hingegangen. Es ist eigentlich viel cleverer mit diesen beiden Methoden, die ich hier gemacht habe, so invasiv da reinbohren. Das macht viel mehr Sinn. Andererseits könnte ich auch das einfach da anbinden und dann mache ich das Stahl doch nach hier. Aber wir verbinden die Plattform nicht. Das ist wichtig. Weil sonst gibt es Stromprobleme. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Spieldurchgang dann immer die Platten unten zerschneiden durfte, weil ich irgendwo vergessen habe, dass das 5 Megawatt überschreitet später. Und das war dann nicht so spaßig, hier überall Lücken zu haben, durch die man durchfällt, und nicht gleich von vornherein Aufgänge geplant zu haben. Zum Beispiel hier, das bietet sich doch gerade optimal an, oder? Wow. Guckt es euch an. Schön, ein natürlicher Aufgang. Und dann hier kommt die natürliche. Wo ist die Treppe? Trennung hin. Ja, so ist es manchmal im Leben. Aber nee, nicht direkt da dran. Hätte gerne ein bisschen Abstand hätte ich schon gerne. Ah, und wir wollten das eventuell noch erweitern, nicht? Warte mal. Das heißt, wir haben da immer wie viel? Zwei? Ein, zwei, dann ein, zwei, ein, zwei. Und dann lassen wir zwei Platz. Also ab hier. Okay. Sehr gut. Haben wir noch. Warum zeigt er mir eigentlich auf der Karte? Ach, das ist unterirdisch. Ich wundere mich die ganze Zeit, hä, warum ist hier eine Plattform? Aber die ist unten. Das ist der Gang hier. Das heißt, immer wenn ich da runter will, muss ich mit dem Fahrstuhl runterfahren. Eigentlich ist der Fahrstuhl total dämlich. Er ist langsam und er hat keine Vorteile. Außer, dass ich von alleine runterbaut. Aber wenn ich mich runterbaue und einfach eine Leiter hinmache, bin ich doch genauso gut, oder? So. Ja, aber wie bauen wir das jetzt? Das habe ich nämlich schon beim letzten Mal mich gefragt und wusste keine Antwort drauf. Der Baum muss leider noch weichen. Weg mit dir. Hallo, Duffkind. Guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Ja, komm. Kostet ja nix. Weiß nicht, ob die Treppen als Verbinder gelten. Sonst würde ich da so eine Venedigbrücke drüber bauen.
So vielleicht. Kann ich auf jeden Fall rüberspringen. Sogar einfach rüberlaufen, ohne dass ich runterfallen muss. Passt doch, oder? Und es ist ein herrlicher Sonnenaufgang. Boah, das blendet richtig. Okay. Wir hatten das hier. Ach du Scheiße. Wir hatten das Ding nicht genau vor dem. Ach du Kack. Okay, manchmal ist mein Vergangenheits-Ich aber auch. Auch gemein, oder? Warum macht das sowas? Kriege ich das alles in mein Inventar? Nee. Komm, kann ich die hier löschen? Komm, ich lösche hier einfach mal 200. Wer hat denn das gebaut? Und die Frage ist auch, ist vielleicht so besser? Ich glaube, so ist besser. So, wir brauchen also Zerkleinerer. Und wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal schon gerechnet und ich habe sie da vergessen. Wir wollen Beton herstellen. So, wir kriegen 6 Schotter in 12 Sekunden. 6 Schotter in 12 Sekunden. Wir brauchen aber nur 4 Schotter. So. Und wir kriegen 2 Zement in 12 Sekunden. Brauchen 2. Also die Fabrik ist 1 zu 1, nicht? 2 Zement, 15 Sekunden. Oh, 2 Zement, 12 Sekunden. Ah, und ich weiß, warum wir das nicht bauen konnten, warum wir den anderen Scheiß machen mussten, weil ich keinen Stahl mehr hatte und ich konnte keine Gießerei bauen. Genau, und deswegen wollte ich erstmal 4 Gießereien bauen. So sieht's nämlich aus. Okay. Und dann können wir mich nochmal rechnen. Eigentlich bräuchte man jetzt so eine Excel-Tabelle, nicht? Aber wir überschlagen das. Also wir gehen da von 12 Sekunden aus, dass die 15 brauchen, die 3 Sekunden mehr, okay. Und Wasser müssen wir uns auch noch besorgen, aber wir sind ja hier am Wasser, das ist kein Thema. Das heißt, die sind 1 zu 1. 4 Gießereien sind 4-mal Zementdinger. Das heißt, ich brauche 4 Zerkleinerer. Wir haben gar keinen mehr. Nee, das ist eine Schmelze. Ich brauche keine Schmelze. 4 Zerkleinerer. Das Gute ist, wenn ich keine Platten mehr habe. Wir sehen, was hier anliegt. Platten. Sehr gut. Und dann geht hier auch mit der Stromverbrauch wahrscheinlich in die Höhe an der Stelle. Wenn das mal alles ein bisschen anfängt. Ja, da muss ich echt aufpassen. Weil die haben beide 12 Zerkleinerer, 12 und 8 Schmelzen. Das passt schon. Das sollte keine größere Dramatik sein hier hinten. Das Stromnetz bauen wir hier hinten. Ich habe ja noch einen Transformator. Wo ist denn... Da hinten kommt das Stromkabel an. Oh. Ja, ich wollte ja nur auf der Seite auch noch eine Notfalltreppe bauen. Gut, dass ihr mich daran erinnert, indem ich runterfalle. Das ist ein wichtiger Einwand gewesen. Und dann bauen wir auch hier so eine Rüberspringtreppe an. Perfekt.
Strom müssen wir hier reinkriegen. Ja, wäre cool, wenn ich schon den Seitenstrom hätte. Dann könnte ich den hier an der Seite lang führen. Wir können mal in die Forschung gehen. Licht? Nee, Licht brauche ich noch nicht. Wo sind die Dinge? Hier, Strommasten, Wandmontage. Komm, die brauchen nicht lange. Dann können wir die nämlich hier einfach zack und an der Seite entlang führen. Wobei jetzt natürlich dann die Treppe im Weg ist. Vielleicht unten? Kann man die unten lang? Oh, unten lang wäre richtig gut. Das wäre stark. Könnte ich hier von hier vielleicht einfach drunter irgendwo durch. Dann sieht man es nicht so. Oder Laufstege drumherum machen, wie in Satisfactory. Wäre auch noch eine Option. Die Frage ist nur, wo mache ich die Gießereien hin? Also da hinten kommt der Schotter hin. Das heißt, hier in die Richtung kommen die... Wo ist es? Die braucht nur Zement und Schotter. Hier muss der Zement hin. So, und wir sagen, brauchen ja 4 Zement, also die 4 zerkleinerer. Wir bauen natürlich so, dass wir das erweitern könnten. Die werden von hinten befeuert. Machen wir mal... Ich fange mal hier an. Also hier muss das Kabel dran vorbeikommen. Da muss unsere Treppe auch nochmal weichen. Ich mache mal ein bisschen luftiger. Oh, 3 wollte ich nicht. Ich wollte 2 dazwischen machen. So, das heißt, alle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kommt eine... haben wir 1. 1, 2, 3, 4, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zweimal. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Dreimal. Nicht ganz dreimal könnten wir jetzt hier ran. Wenn wir das ein Stück nach vorne ziehen, verlieren wir ja nichts. Dann hätten wir aber nachher Erweiterungssicherheit. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir jemals... Oh, zu wenig Platz. Kann ich den Baum hier irgendwo pflanzen? Komm. Habe ich dich schon gepflanzt? Ah ja, da. Sehr gut. Und... Schön unter Wasser, da sehe ich es nicht. Außen Augen, außen Sinn. Du. Und dann kann ich den 2 nach vorne ziehen nochmal. Da wir vielleicht noch einen Eingang mehr brauchen hier, lasse ich mal einen frei. Und die beiden liefern das danach dahinten dann. Eigentlich braucht man wahrscheinlich nicht mehr 2 Förderbänder, sondern kann abgehen von den Förderbändern. Aber ich mache das halt gerne so. So. Und ihr wisst, ich liebe meine Verteiler. Das könnte hier zu eng werden. Ja. Ich komme nicht rum da mit den Dingern. Shitty. Ah, wir haben ja den Platz und die Zeit und... die Möglichkeiten. Dann müssen wir das hier einfach nach 2 nach hinten ziehen oder 3. Oh, machen wir 4.
Zack. Und schon tut's nicht mehr so weh. Problem ist, es ist nicht symmetrisch dann, nicht? Dann halt. Dann kommt halt zwischen den Dingern der Zweier Abstand. So. Das ändert ja nichts an der Verhältnisgleichung dazu. Und das hier, manchmal macht das automatisch und manchmal nicht. Und die Dinger sind alle. Ach du Scheiße. Und ich hatte schon die 52 aus der Kiste genommen. Ah, wahrscheinlich brauche ich eh die 52. Dann kann er die auch herstellen. Was fehlt denn uns dann? Wieder nur Platten. Das ist gut. Die können wir ja schnell holen. Da haben wir wenigstens ein bisschen was. Auf Vorrat. Okay. Und, oh, wir haben keine Förderbänder mehr. Aber da weiß ich, da haben wir hinten noch welche Level 1 rumliegen, die wir umwandeln können mit weniger Material. Oh, wir haben sogar noch Treppen. Gut, dann machen wir Treppen zu Treppen. Hier, die können wir nochmal umwandeln, die Dinger. Hier ist noch Stein, da kann der Sand dazu. Sprengladung brauche ich jetzt auch gerade nicht, das plane ich nicht. Achso, und ich kann noch das ganze Zeug zurückpacken. Aber ist vielleicht ganz gut, wenn ich den ganzen Kram hier eh mal abgeben kann. Und... hier muss ja auch weg. Zack. Ja, die kann bleiben. Erstmal weghauen. Das Zeug. Dann ist das Inventar auch leerer. Und, ach, das andere ist ganz hinten, nicht? Das rote Zeug, was ich hier habe. Ah, egal. Ja, dann die 150. Ah, nee. Keine schrägen. Habe ich eine schräge Level 1? Ja, 9. Dann machen wir 9 davon erstmal. Dann ist das nämlich weg. Dann die Verteiler. Da habe ich wie viel? Einen. Okay, dann ist er auch weg. Und dann habe ich davon 168 eigentlich. Aber ich habe nicht genug Stäbe mit. Okay, Stäbe kriege ich nur vorne. Aber dann müssen wir erstmal hier roh vorplanen mit den Dingern. Die können alle auf einen Förderband. Ich habe keine Förderbänder mehr. Okay, dann gehen die auf jeden Fall alle in ein Lager. Wenn das Lager später eher für alle ist und das die Hälfte. Und dazwischen ist ja nur einer frei. Dann lassen wir hier, weiß nicht, zwei frei. Das ist blöd. Wer hat denn so unsymmetrisch geplant? Ich baue ja eigentlich drei Dinger, nicht? Das heißt, an sich müsste der hier in die Mitte hin und da geht er nicht hin. Zwischen den drei Parteien. Ach, Mann. Ja, dann machen wir erstmal hier hin. Was soll ich tun?
Die werden nicht so viel produzieren. Die haben wie viel gehabt? Ah, da, die Wanddinger. Was brauche ich dafür noch? Elektrische Komponenten, dafür brauche ich Stäbe, nicht? Ah, kack. Easy. Ups. Das klappt doch. Dann nehmen wir uns die mal mit. Und dann sollten wir das alles irgendwie herstellen können. Nochmal 30 davon und dann sind die Platten alle. Okay, wartet. Wenn wir schon hier sind, dann nehme ich auch noch die anderen mit. Forschung ist noch voll. Ah, nur Level 4 nicht mehr. Ja, weil der Stahl fehlte. Alles klar. Hier, die können wir auch nochmal abreißen. Weg. Oh, ja, stimmt. Die Platten können wir auch holen. Da habe ich auch keine mehr gehabt. Das Ding hier wird auch nicht mehr gebraucht, nicht? Was habt ihr? Ich hab Schotter abgebaut. Ah. Also eh alles tot. Dann können wir es auch wegnehmen. Dann kommt Beton raus. Ach, hier kam generell Beton raus, nicht? Ja gut, das bauen wir ja gerade neu, das Betonzeug. Kann ich das Zeug auch hier alles komplett eigentlich wegnehmen? Da freut sich das Inventar. Wir hängen fest. Krass. Ah, das liefert der, glaube ich, auch wieder zurück, das Zeug, nicht? Alles klar. Ja, gut, wenn ich das jetzt abreiße, dann wird's schwierig. Das muss erstmal so reichen. Nur zurück teleportieren geht leider noch nicht. Es hat der Vorteil, dass die Basis an 0-0 gebaut ist. Ja. Ja, da sind wir richtig. Platten. Alle Platten. Nicht mehr alle. Strommast. Ah, warte. Nee. Nicht Strommasten. Wir brauchen die Dinger. Ich teste die mal. Wir müssen jetzt erstmal auf die 112 Förderbänder warten. Aber mit dem paar, die wir haben, können wir das hier schon mal fertig machen. Ich mach dich fertig. Okay.
Und ich bin eigentlich kein Fan von dieser Mechanik. Ich hoffe, das passt am Ende. Und wir können die Dinger gleich auf Ausgang stellen. Und die Rezepte kann ich erst auswählen. Ach nee, das geht automatisch, je nachdem, was da dran liegt, nicht? Okay, also die kriegen Steine. Und weil sie Steine kriegen, zerrütteln sie das in Schotter. So, alle 12 Sekunden machen die 6 Schotter. Ach, die brauchen auch Zerkleinerer. Ah, nee, hier wollte ich ja Dings machen. Xenopherit-Erdschotter. Ja, wo habe ich nicht drauf geachtet? Ja, die brauchen ja noch einen zweiten Anschluss. Aber ich glaube, ich habe aus Versehen so gebaut, dass das passen sollte. Und der hat wieder das Ding falsch rumgesetzt. Kann das sein? Ah, er hat geleckt. Diesmal habe ich es mitbekommen. Er hat... Warum sind die auf einmal auf Ausgang? Also manchmal ist es komisch. Er hat geleckt, er hat sie falsch rumgesetzt und dann waren sie Ausgänge. So. Weil wir müssen ja noch das andere Zeug hier hinbringen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie ja runterkommen. Wir haben eh nur ein Förderband von da hinten, was wir hier herbringen können. Und machen wir es so. Und daneben gesprungen. In dem Moment, wo ich losgesprungen bin, habe ich es gemerkt. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ah, ich brauche hier gar keine Treppe. Ich kann hier über das Förderband laufen. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Es muss doch eins weiter nach hinten. Ran. Zang. Das läuft. Und das gleiche dann hier. Der ist 2 breit. Ich brauche den anderen Baumodus. Also dieser erste, ich weiß nicht, der ist ja nicht mal so, dass der hier die Sachen irgendwie anschniegt, nicht? Der ist irgendwie einfach nur dämlich. Und der andere, wenn man umschaltet, der fixierte, der ist irgendwie ein bisschen, da habe ich gefühlt, der macht das eher da, wo ich hinzeige, und der andere irgendwo, wo er denkt, dass es passen könnte. Und das ist ganz übel. Shit, hier ist Kaka. Weil ich kann den erst hier hinsetzen. Und der schaltet sich halt auch immer wieder zurück. Also. Was heißt, wenn ich den hier hinsetze? Ich rutsche da immer an der Stelle. Dann wird das Problem, dass ich da nicht rumkommen kann. Das heißt, es muss ein nach hinten. Das, weil ich hier nicht drauf geachtet habe, nicht? Wie rum ich das mache. Die sind halt zu eng. Deswegen eigentlich den Zweierabstand, den ich weggenommen habe. Könnte den 1 nach rechts setzen. Bringt das was, wenn wir 1 nach links gehen? Auch nicht. Das Problem bleibt ja die Stelle hier.
könnte den eins weiter nach links setzen. Das würde theoretisch gehen, aber dann wäre das natürlich nicht so schön, wie ich mir das gedacht hätte. Ich brauche ja nur noch den. Ich weiß, wie ich es mache. Aber das passt auch nicht, weil die auch nicht symmetrisch sind, nicht? Ich wollte den nämlich jetzt so drehen und hier vorhängen. Aber es geht nicht, weil dann ist der Abstand zu wenig. Und die sind auch nicht nebeneinander. Wenn die jetzt nebeneinander wären, wäre geiler. Dann könnte ich den einfach drehen, den einen. Und den könnte ich einfach danach... Ach, ich liebe es, wenn das speichert und man gerade was macht. Dann könnte ich den nämlich einfach danach hinten setzen. Anderer Baumodus. Dann könnte ich den hier so... Nee. Ich müsste den wirklich da ransetzen. Oder wir bringen das eins weiter nach hinten generell. Gefällt mir besser, wenn wir halt immer die Möglichkeit hätten. Was ist denn das für ein Ding? Hä? Wo kommt das her? Manchmal habe ich das Gefühl, der baut Dinge. X ran. Komm, dann gehen wir gleich einen weiter noch. Ah, X. So, viel besser. Ach, Mann, dass er immer aus diesem anderen Modus rausgeht. Das wäre so viel einfacher. Nur nichts in den Optionen entdeckt, aber manchmal kommen so Sachen hier über Patches und dann kriegt man es nicht mit. Und dann ärgert man sich immer noch, obwohl schon längst drin ist, nur weil man die Patch-Notes nicht mitkriegt. So, und der auf Höhe von dem. X. Genau. Wunderbar. Und der rutscht ja dann einen weiter nach vorne, also nach hier. Somit kann ich damit leben. Jetzt müssen wir nur das ganze Ding. Natürlich habe ich den Boden wieder mit weggerissen. Das passiert mir immer. Nach unten, das nach unten. So, oder? Die hatten immer zwei dazwischen. Dann brauchst du Eingang. Jetzt sind die schon wieder auf Ausgang. Habe ich die irgendwie mit Rechtsklick dauerhaft auf Ausgang gesetzt und es... Da war irgendwo ein Loch. Scheiße. Kann ja jedem mal passieren, oder? Ich meine, mir passiert es außergewöhnlich oft sowas. Davon mal abgesehen. Aber es kann jedem passieren und das ist die wichtige Sache. Bin ich denn hier gerade runter? Bin ich so... Ach, ich bin weggerutscht und gleich über die Kante gefeuert worden, nicht? Oh, Mann. Ich war doch eigentlich hier. Naja, gut. Geschenkt. Der geht bis da...
Und Eingang, 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 Eingang. So, habe ich das umgestellt? Ja. Hier, Standard. Danke. Und hier fehlt noch der runter. So, runter geht, runter geht, runter geht. Das andere würde theoretisch auch gehen, sobald Strom anliegt. Das wird ja von dem Strom da hinten befeuert. Hier fehlt noch ein Eingang. Ja, sag mal. Achso, anderer Baumodus. Ach, so, sofort da, nicht? Also, ich weiß immer nicht, warum man sich das selber als Hersteller auch so kaputt macht. Ich habe einen coolen Modus und ich habe einen Scheiß-Modus und ich mache den, der nicht so geil ist, irgendwie als Default und stelle dadurch mein Licht unter den Scheffel. Ist doch auch irgendwie schade. So. Das heißt, die würden das kriegen, die würden das Zeug erstellen. Das können wir nach links erweitern, wenn wir lustig wären. Und fertig. Die würden jetzt also Xenopherit, Erz, Schotter und Mineralgesteine in Zement umwandeln. Alle 12 Sekunden 2. Jetzt müssten wir hier hinten theoretisch von da. Das ist echt blöd. Das ist halt echt blöd. Die Sachen überschneiden sich da nämlich so ein bisschen. Also ich baue ja hier hinten Wasser. Das Wasser könnte ich hier durchbekommen. Das wäre okay. Das heißt, wir könnten... Oh. In der nächsten Folge weitermachen.